Mein werter Freund oder meine werte Freundin von Stay on Fire, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Thaddäus und ich möchte dir heute die ehrliche Frage stellen: Bist du berufen oder bist du getrieben? Das erste Mal, als ich über diese Frage nachgedacht habe, habe ich das Buch von Gordon MacDonald gelesen, Ordne dein Leben. Und Gordon MacDonald schreibt in seinem Buch, in dem Kapitel Motivation, darüber, dass es Menschen gibt, die berufen sind und Menschen, die getrieben sind. Menschen, die aus einer Berufung die Motivation tanken, etwas für Gott zu tun, oder Menschen, die getrieben sind aufgrund eines Defizites und versuchen mit ihren Taten und Tun dieses Defizit zu kompensieren. Und der unterscheidet zwischen diesen zwei Menschen. Ich bin heute mittlerweile der Überzeugung, dass es nicht zwei Menschen sind, sondern dass es zwei Sachen sind, die in uns immer miteinander kämpfen. Du kannst die größte Berufung haben und trotzdem bist du nicht gefeit von der Gefahr, auch getrieben zu werden. Weil ich glaube, wenn man ehrlich ist, und ich kann das über mein Leben sagen, wir alle tragen Defizite in uns, die wir versuchen mit unseren Handlungen zu kompensieren, wenn wir darauf nicht aufpassen. Aber Gordon MacDonald hat mich so neu dazu ermutigt, immer wieder den Fokus auf die Berufung zu legen, die Gott mir geschenkt hat und die er auch dir geschenkt hat. Er schreibt in seinem Buch in diesem besagten Kapitel Folgendes, und zwar heißt es dort: Ich musste mich regelmäßig selbst überprüfen, um sicherzugehen, dass meine Pläne, meine Gemeindeleitung und meine Ziele mehr an meiner Berufung und weniger an meinem Getriebensein ausgerichtet waren. Ich musste lernen, auf Gott zu hören und darauf zu achten, dass ich seine Ziele verfolgte und nicht meine. Den Fokus richtig zu legen auf Gottes Berufung, auf seine Ziele, das ist meine Ermutigung, die ich dir heute weitergeben möchte. Und wenn du Fragen zu diesem Thema hast, schreib sie gerne in die YouTube-Kommentare oder auch schreib sie, wenn du dieses Video in der App schaust, uns per WhatsApp. Und wir werden daraus neue Videos machen, um deine Fragen zu beantworten, weil ich glaube, es ist so wichtig, einfach in seiner Berufung unterwegs zu sein. Und deshalb soll das nicht das letzte Video darüber gewesen sein. Schreib uns deine Fragen und wir machen neue Videos darüber, weil wir gemeinsam auf dem Weg sind hier bei Stay on Fire.